Da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play H1Z1. Es ist wieder neblig und dunkel, leider Gottes, aber es hat sich viel geändert. Und zwar ist der Lootbug endlich weg. Der Fehler, dass kaum noch Gegenstände irgendwie in dieser Welt aufgetaucht sind, die tauchen jetzt auf jeden Fall auf. Die Server sind allerdings immer noch rappelvoll und es ist richtig, richtig gefährlich. Und obendrauf wurden wir in der Zwischenzeit getrennt, weil manche auch mal zwischendurch ohne Aufnahme gespielt haben, so zum Testen. Und ja, ich bin jetzt hier immer noch in Cranberry da in der Nähe, wo wir uns ausgelockt haben. Hab noch ein paar Beeren gefressen und die Jungs sind irgendwo in der Welt verteilt, ne? Ja. Ja. Also ich war vorhin auch in Cranberry, dann wollte ich in ein Haus gehen, looten. Auf einmal haben mich 6 Leute umstellt mit Pfeil und Bogen und hatten auch eine Waffe dabei, wollten meinen Rucksack haben. Und haben mich, während sie gesagt haben, dass sie meinen Rucksack haben wollen, mich erschossen. Ich bin dann in ein Haus geflüchtet, hab noch ganz hart versucht, mit denen zu reden. Aber die sind mir dann hinterhergerannt und naja. Ja, und in der letzten Folge hatten wir die Action mit den Airdrops und das ist natürlich gar nicht gut, weil wir haben hier ja ordentlich hier noch ein paar Waffen im Petto, ne? Das muss man ja dazu sagen. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Boah, die Zombies greifen jetzt an. Die Zombies greifen jetzt an. Ja, wo bist du denn, Saraza? Weil ich bin ja auch in Cranberry, endlich. Und hab auch ein bisschen Loot. Oder greifen mich aber auch nicht so richtig an. So, ich hab mir erschossen. Hast du vielleicht Schüsse gehört? Nee, ich hab nichts gehört. Pass auf, ich war eben bei der Kirche. Hast du die gesehen? Also die Zombies, der hat mich gerade versucht anzugreifen, aber der buggt immer noch ein bisschen rum. Ich muss erstmal wieder nach Cranberry reinfinden. Ich bin nämlich irgendwo nur in der Nähe. Überlege gerade, wo das sein könnte, aber irgendwo folge ich einfach mal der Straße in irgendeine Richtung. Hier sind auch so Dörfer und kleine Häuser. Bist du wahrscheinlich bei diesem Vorort, wo wir uns letztens da, weißt du? Ja, ja. Da bin ich. Also wenn du beim Babas Truck Shop ankommst, bist du zu weit. Boah! Auto probiert mich zu überfahren, ohne Scheiß. Boah, wie krass. Übel. Du bist tot. Geh in ein Gebäude oder du bist tot, sag ich ganz ehrlich. Vorne ist Alter Schwede. Und ein Zombie ist auch hinter mir, ja. Ich muss jetzt erstmal kurz in Sicherheit begeben. Hier gibt es tatsächlich was zu trinken. Das kann ich schon mal mitgehen lassen. Oh Gott. Okay, das. Jetzt sind hier voll viele Zombies, Alter. Jetzt wird's richtig mies. Man hört die richtig überall. Ich bin bei dem Spiel einfach, was mich ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass so extrem viel PvP inzwischen ist. Also extrem. Ja, aber das liegt halt daran, weil die Server auch so voll sind, ne? Ja. Wobei man die auch loben muss, die Entwickler, die sind ja ziemlich schnell am Nachziehen, wenn es Probleme gibt oder sowas, muss man ja auch sagen. Scheiße, die kommen hier überall rein, die Zombies. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen gefixt mit den Zombies, also dafür findet man jetzt auch endlich wieder was und Zombies sind da, aber die Spieler sind genauso aggressiv wie vorher. Das heißt, man muss die ganze Zeit damit rechnen, dass irgendwer von hinten kommt und uns erledigt. So, und ich bin dann natürlich lieber in einer großen Gruppe unterwegs, klar. Ja, das ist alleine. Eigentlich ein Teamgame, muss man dazu sagen. Steht auch offiziell in der Beschreibung, dass man eigentlich, die Bedrohung sollen ja eigentlich gar nicht die Spieler sein, aber, ne. Man kann übrigens, wenn ihr eine Waffe in der Hand haltet, keine Blackberries pflücken. Du musst die Waffe aus der Hand nehmen. Und es ruckelt auch nicht mehr, wenn man jetzt hier diese Blackberries sammelt. Das haben die auch gefixt. Und ich habe noch mal neue Crafting-Rezepte, bevor ich das vergesse, euch nachher noch zu sagen. Bei Discovery werden wir natürlich noch viel, viel mehr entdecken, aber wir können jetzt auch eine Tür machen zum Beispiel. Ich zeige euch das jetzt nicht so lange. Wenn ihr einen Stick und ein Brett und sowas zusammenfügt, so, glaube ich. Okay. Mal interessieren, wie man sich eine Fackel macht. Ja, das ist ja mal super. Bestimmt mit einem Branch und noch irgendwas. Und mit diesem Branch kann man tatsächlich auch arbeiten. Aber das zeigt eben das Auto. Oh Gott, schon du kannst auch Bogen. Den Bogen machen, aber da habe ich das Rezept auch noch nicht genau. Ich pflück gerade einfach mal ein paar Beeren, auch wenn es uns ganz gut geht. Aber weil hier gerade eh welche sind, mache ich das wie so eine Versicherung, wisst ihr? Provinzial, AXA, Allianz. Sehr gut. Genau. Allianz ist mir lieber. Bist du noch weit weg? Hey, ich bin jetzt gleich in Cranberry. Was war das denn jetzt? Was denn? Ich bin tot. Warum? Einfach so. Ist einfach umgekippt. Ich hatte alles voll noch. Hast du vielleicht verhungert? Nee. Hä? Dennis wurde gehackt. You are died. Das hatte ich auch noch nicht. Alles habe ich auch noch nicht gesehen, ey. Naja, vielleicht besser, wo ich unterwegs war. Ich weiß es gar nicht, wo ich war. Ich spawn jetzt an der gleichen Stelle. You have no space for that, Mann. Wir haben jetzt halt eine super verfolgt. Ausrüstung dank dem Airdrop, aber das war auch eine richtig heikle Nummer, dass wir das überhaupt bekommen haben. Und stellt euch vor, in der letzten Folge haben die Zombies gebackt und in dieser Folge würden sie funktionieren. Das heißt, da stehen dann erstmal 20, 30 Zombies um den Airdrop rum.
Da ist ja eine Riesendiskussion auch im Moment, ob das Pay-to-Win wäre oder nicht. Ich finde es eigentlich ein ganz cooles Spielfeature, aber ich verstehe natürlich auch die, die sagen, ah, so ganz fair ist das nicht. Ist eine zwiegespaltene Nummer, finde ich. Also ich finde, das war ja damals bei Battlefield auch schon so, dass die Inhalte angeboten haben, wenn du da bezahlst, kriegst du Sachen Bonus. Also musst du zum Beispiel Waffen und so nicht erspielen. Und ich finde, da das ja auch hier ist, ist das ja sehr, sehr unfair eigentlich. Ja, weil ich finde irgendwie, wenn du dann so 20 Airdrop-Tickets hast, machst du 20 Airdrops und bist dann mega geil ausgerüstet und... Ja, das ist halt, ist aber, glaube ich, auch limitiert. Du kannst halt nur einen Airdrop so und so in so einer Zeit machen. Ja, aber guck mal, deine Waffe zum Beispiel, ja, in der letzten Folge, die ist ja mega OP gegenüber. Aber ihr habt ja auch gesehen, Bogen. Dass dann... Ja, das stimmt. Aber ein Bogen reicht auch einen Treffer, wenn du clever bist. Obendrauf hatte ich die Waffe ja auch schon in der Spielwelt gefunden vorher. Nur keine Muni eben. Ja. Und das selbst mit dem Lootbug. Also bei den Airdrops ist ja auch das Ding, dass dann auch andere Spieler hinkommen können, ne? Also es ist ja nicht gegeben, dass ihr dann auch den Airdrop bekommt. Oh, hier buggen die Vögel gerade ein bisschen rum. Weil ich das wieder ein bisschen unfair finde. Warum? Weil du hast das sonst Geld, wär's ja echt. Ja, aber sonst wär's halt echt pay to win, ne? Ein ja, bisschen. Natürlich. Ja. Wenn ihr das die ganze in deinem Inventar gut geschrieben bekommst, müsst ihr ja gar nicht mehr looten quasi. Also ich geh mal zurück da zu dieser Straße. Ich bin zu Hause. Ich bin in der Stadt. Ey, wir hätten echt mal einen Treffpunkt machen sollen. Bei diesem See zum Beispiel, diese Hütte, wo wir das so schön fanden. Ja, der See ist in der Nähe hier, ja. Ja. So, ich gehe jetzt mal wieder auf die Straße zurück. Aber auf der Straße lang ist halt mörderisch. Also bei mir ist gerade mega Blockbuster Gaming hier. Was ist das? Schöner Wald. Da fällt mir was ein, Curry. Was denn? Wenn ich hier durch den Wald lauf. Ach so. Boah, da fährt ein Auto. Ich lauf hinterher. Das kann der Typ sein, der und wir waren. Der bei mir war, der uns beide überfahren hätte. Scheiße, den Tommy haben wir auch verloren. Wo bist du eigentlich, Tommy? Bist du auch getötet worden? Ja, und ich laufe gerade an der Green Road Road irgendwo. Also nächstes Mal sollten wir uns alle gemeinsam wieder einloggen. Ja. Und nicht irgendwie noch rumzappeln zwischendurch. So, Benny, wo bist du? Ich möchte dich finden. Boah, das Auto hat sich überschlagen. Es ist kaputt. Alter, es explodiert. Boah. Hey, Benny, bitte die eigene Maschine. Es hat sich überschlagen. Es ist explodiert. Boom, da ist explodiert. Scheiße, Mann. Also ich glaube, ich bin auch bei Cranberry. Zumindest ist das die einzige größere Stadt umliegend, also muss es das sein. Ja, ich bin jetzt lass mal Stadt. Hier einen Treffpunkt machen. Wo bist du denn in der Stadt? Bei der Kirche sollen wir uns treffen? Ich bin jetzt gleich bei der Kirche, ja. Die Kirche ist ein guter Treffpunkt, okay. Die Waffe ist gezückt und die Action pass beginnt. Pass auf, da sind immer ganz viele Gruppen. Ne? Mein Stock auch, ja. Ja, mit dem Stock habe ich gerade auch versucht, jemanden umzunehmen. Voll doof eigentlich, der haut mit der Axt auf mich. Und ich bin im Stock. Benni, wo bist du denn hier? Mitten in der Stadt. Na, obwohl, hier ist schon wieder ein Ausgang. Komm zur Kirche, Benni. Wir dürfen da nicht zu viel Zeit verlieren, weil mach das ist gleich ein risky point. Ich wollte einmal nach dem Wrack gucken, aber es ist schon despawned. Okay. Ach krass, echt? So schnell? Ja. Konntest du irgendwas looten von dem Typen? Der saß ja da drin, ne? Ja, aber ich war zu weit weg, also. Scheiße. Ey, warte mal, eine Branch mit Feuer verwenden vielleicht einfach nur. Vielleicht hast du dann schon eine Fackel. Vielleicht kann man ja mit der... Aber das kann ich jetzt nicht testen. Oh, da vorne läuft jemand. War das einer von euch? Mhm. Das kann sein. Das kann ja schlecht sein bei da vorne. Renn hier durch die Gassen gerade. Alter, es ist richtig krass. So bei Nacht hier durch die Gassen wieder. Ah, der Curry. Bin schon spannend. Dreh dich mal um. Oh. Ich bin gleich... Hallo. Hallo, Benny. Ich bin jetzt bei der Kirche, Freunde. Ja, du hast nämlich gerade die Tonne angemacht, ne? Alter, das bist du hier. Sag mir, dass du das bist. Mit der ja, Waffe. Das bin ich. Alter. Boah. Rennst du da jetzt mit seinem Gewehr rum? Okay, mal, komm, ob das so clever ist, mit der Walle rumzulaufen? Mit der Waffe mit der Walle rumzulaufen? Ja, klar, ist das clever. Wenn jetzt einer um die Ecke kommt, dann baller ich den übernommen. Aber du bist auch ein heiß begehrtes Ziel, ne? Absolut. Ja, wir sind alle heiß begehrte Ziele, aber der Walle kann sich wehren. Stimmt, Alter, hast du recht. Ja, wir müssen unbedingt lernen, wie man einen Bogen baut. Das ist wirklich wichtig. Ja, ich muss unbedingt mal erstmal... Liegt hier irgendwas rum? Ja, ist immer im Laden gewesen. Crafting-Ding am besten mal suchen, dass man irgendwie so eine Übersicht hat, was man machen kann. Ja, das gibt's doch bestimmt irgendwo. Aber hier ist eine Kiste. Nichts zu essen. Ich finde das so krass einfach, dass du aufgrund des Nebels dich null orientieren kannst, wo du bist, wenn du im Wald bist. Ja. Echt heftig. Ah, die Kisten spawnen neu einfach. Cool. Back ein bisschen rum, aber es sind Woodplanks leider nur. Oh, ich höre jemanden reden. Okay, wo bist du? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Oh Gott. Wir waren doch gerade hier zusammen in dem Supermarkt. Zwei Leute. Leute. Wir sind in einem Restaurant. Ja, im Restaurant sind wir hier. Ja, weiß ich nicht. Direkt hinter der Kirche. Genau,
vor der Kirche rechts dran vorbei. Das ist nicht gut, wenn wir uns hier auf dem Parkplatz. Komm ja, zur Kirche zurück, da. Ja, ich sehe euch. Ja, ja, aber lass uns lieber dann irgendwie verabreden. Also die oder Spieler so. Sind auf jeden Fall hinter dem Supermarkt, da hinter diesen Häusern. Wir haben gerade gesprochen. Also dann muss einer vorlaufen, ne? Dem alle folgen. Okay, sonst dann gehen wir jetzt nicht. Zu dem JC hier, also dem Food Market. Weil die sind, glaube ich, am sinnvollsten. Was denn hier? Alter, das mit dem Essen haben die zwar reduziert, dass man nicht mehr ganz so viel Essen braucht, ist aber immer noch viel zu krass, finde ich. Oh, da vorne am Schild ist jemand. Jo. Pass auf, ey. Der hat komm, geht da rein, geht in den Laden rein. Oh. Ist der mit Rucksack? Der mit Rucksack? Ich glaube, er hat geredet. Ist der mit Rucksack, Leute? Kann man nicht sehen, der steht im Nebel. Das bist du doch, oder? Er ist weggelaufen. Also ich hätte beinahe dich erschossen, Benny. Okay, so siehst du aus. Ganz ruhig. Ja, ja, ich hab's auch eher ruhig angehen lassen, aber man weiß ja nie. Haut die Kisten mal hier kaputt, Jungs. Ja, ja, ich bin schon am Arbeiten. Aber ist nichts. Was ich auch ein bisschen doof finde, ist, dass man nicht alle Blackberries auf einen Schlag essen kann, ne? Ja. Also eat all zum Beispiel. Keine Bitte, ist gar nichts. Oh, ich bin gerade durch eine Wand gedroppt. Holzbretter gibt's hier nicht. Ja, ey, ich kann doch auch mal ein paar mitnehmen für unsere Basis bald. Aber hier eine riesen Festung oder was das hier ist. Ich bin hier ist auch nichts. Raus. Weil eine Mauer und drumherum, wie so ein Gefängnis. Hinterausgang nehme ich gerade mal, Jungs. Jo. Damit ihr Bescheid wisst. Okay, wo wollen wir hin? Okay, dann werden wir wohl wieder Beeren sammeln müssen. Oh Mann, ey. Ich hätte gerne eine Axt, ey. Das wäre cool. Oder ein Messer, ja, dass wir mal was jagen können. Oder sowas, ja. Mhm. Also hier ist der Lake. Wir sind jetzt hier direkt beim Lake, Leute. Ja, hier können wir ein paar Pflanzen hier wegnecken und können noch mal ein bisschen weitergehen. Oh, da vorne am Haus. Oh, du schießt. Da läuft jemand da vorne am Haus. Schüsse jagen Schrecken ein. Ja, mir aber auch. Alter, hier, wo bin ich das denn? Das könnt ihr nur harvesten, wenn ihr keine Dings habt, ne? Ich hab sowieso keine Waffe. Okay, dann müssen wir dafür sorgen, dass. Wie bauen wir eine Dings? Das müssen wir mal gerade recherchieren im Internet irgendwie. Das weiß bestimmt schon jemand. Ja, da gibt es bestimmt eine Übersicht. Ja, wie man einfach einen Bogen baut. Den brauchen wir nämlich. Und ein Bogen ist schon krass. Also ein Bogen, wenn du da einen mit gut triffst, kannst du One-Hit-Wonder machen, ne? Ja, aber einen kleinen Tipp: beim Bogen immer ein bisschen höher zielen, als die Person eigentlich ist. Ja, das habe ich schon gesehen im Video. Okay. Weil du dann. Gut zu wissen. Du musst ja die Flugbahn praktisch mit einberechnen. Klar. Weißt du? Ein Bogen finde ich eigentlich eine coole Waffe. Ah, hier ist die Falle, Mann. So, ich muss mal kurz essen. Kann mal wer Ausschau halten? Jo. Ja. Was ist das hier? Alter, Jetzt diese die Blackberries. Ey, der Charakter muss so einen Durchfall haben schon. Ist echt so. Ich hoffe, du musst das immer alles so wegpfeifen, ey. Der Herr der Beeren, Alter, ey. Aber viele Vitamine. Ja, ja sehr aber gesund sehr einseitige viele. Ernährung. Sorry, kann nicht gesund sein. Die ganze Zeit nur so blöde Beeren. Das war ja Jäger und Sammler, ne? Benny? Ja. Tommy, du hast jetzt ja auch keine Axt mehr, weil du gestorben bist, ne? Das bedeutet, wir brauchen nur dringend eine Axt. Guck mal, ich gucke. Wir brauchen Scrap Metal. Habt ihr Scrap Metal gefunden mal irgendwie? Nee, leider nicht. Weil ich glaube, damit kannst du dann eine Axt machen mit Metall und so einem Stick, weißt du? Also ich habe H1Z1 öfter nachts. Da waren Spieler, ne? Benny. Ja, echt. Das mit dem Wettersystem müssen die ändern. Das ist viel zu dunkel. Ja, vielleicht Spiel. Wenigstens auf 10% aufhellen oder so, weißt du? Das ist. Ist jetzt einfach alle. So. Und ich bin jetzt bei Zack. 56. Zack. Das muss reichen fürs Erste. Da steht ein Zombie, der verbuggt ist. Mal gucken, wie lange das hält. Okay, Freunde, pass auf. Wir brauchen jetzt erstmal eigentlich was zu essen. Das bedeutet, wir müssten eigentlich mal eine Axt finden. Die können wir aber theoretisch hier tatsächlich in Cranberry finden. Deswegen sollten wir hier vielleicht noch ein bisschen looten. Weil wir brauchen einen scharfen Gegenstand, damit wir hier, ne? Ja, denke ich auch. Tiere. Das wäre super. Tiere erledigen können und dann können wir theoretisch auf die Jagd gehen, auch im Wald oder so und da probieren. Ja, mit Fall im Bogen, ne? Ist eigentlich perfekt. Alter. Hier ist eine Dings. Hier ist schon ein Reh. Ja. Und wir können es nicht töten. Es macht keinen Sinn einfach. Nee. Warte mal, doch, habe ich nicht ein Messer sogar mittlerweile im Moment? Messer? Nee, habe ich nicht. Habe ich leider nicht. Wie das hier neben dir steht, das Reh. Ja, jetzt ja. Läuft es weg und dann steht es wieder da. Ich könnte jetzt super töten. Aber wenn ich schlagen würde, würde es glaube ich abhauen. Ich könnte es nur testen. Fahr ab. Nee, es bleibt stehen. Es bleibt einfach stehen.
Das ist irgendwie noch ein bisschen fehlerhaft. Also die anderen sind immer weggelaufen. Sorry. Schreit auf den Vogel, ey. Boah, da hinten ist ein Spieler. Da hinten ist ein Spieler. Ja, der rennt da hinten lang. Ja, er guckt an der Ecke. Oh, was ist da hinten? Oh, oh, soll ich schießen? Ach, du meinst in der Stadt, ne? Ja, da vorne an der Ecke stand er. Hä, mein Aiming geht irgendwie nicht. Rechte Maus, hast du Hallo? Die Zombies sich eigentlich gar nicht fein interessieren. Geil. Ne, irgendwie ist das auch noch verbuggelt wieder. Ich glaube einfach an den vorbei. Die stehen zwar alle hier. Und die Pfeile, die sind alle in der Luft. Ja, die hängen manchmal in der Luft, wenn die verstecken. Ah, cool, hier gibt's aber Sachen. Empty Bottles. Oh, hier fährt auch ein Auto rum. Was? Vielleicht explodiert das gleich auch einfach. Ne, beobachte ihn mal. Vielleicht steigt er aus, dann kannst du wegfahren. Ja, ich beobachte die. Jerry, wo bist du? Ich bin gerade in einem Laden hier, in einem Restaurant. Ja, pass auf, dass wir nicht dich erschießen, weil das ist problematisch. Ja. Oh, da redet jemand. Super Swaggy. Okay. Ja, Super Swaggy? Also unsere Devise lautet, erst sagen, verpiss dich und wenn er nicht verpisst, dann schießen, ne? Ist doch so. Ja, ist eine super Taktik. Verpiss dich. Hier, diese gottverdammten Pizzerien sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, ey. Mann, war das Leben schön damals. Yes. Jetzt kann ich endlich wieder anaimen. Irgendwer hat das gerade rumgebackt. Also ganz fresh ist es noch nicht. Aber wie gesagt, ist auch noch alles Early Access. Da kann hier und da noch ein Fehler passieren. Und sie reichen ja auch schnell nach. Das muss man den Jungs echt lassen. Also sie sitzen sich da echt dran. Der gute John G99's Medley ist sehr engagiert. G99. Ich bin gerade übrigens in dem Diner, Benny. Ja, ich bin da auch hin. Danny. Ich muss nur kurz mal was essen. Das ist die Fusion zwischen mir und Benny. Ich muss nur lachen, dass sich die Maus bewegt. Der Bennis. Bennis, genau. Bennis. Ey, Bennis. Ey, die Zombies sind so dumm einfach, ne? Echt krass, Mann. Die laufen die ganze Zeit an mir vorbei, aber mach den mal. Ja, die sind irgendwie, also die sind jetzt zwar im Run gefixt, aber die haben uns früher angegriffen, ganz am ersten Tag. Also das hat schon funktioniert. Ne? Ja, also ich weiß auch nicht, was da schief gelaufen ist wieder, aber wir werden sehen. Vielleicht haben die abgestuft. Der John G99's Medley. G99, weil nämlich die ganze Zeit so ein Fehler, der aufgetaucht ist, wo wir jetzt 13 Stunden versucht haben, ins Spiel einzuloggen. So, Benni, wir sind jetzt aber auch nicht mehr wirklich zusammen am Rumlaufen, ne? Ich komme sofort, ich esse immer noch. Wenn ihr erschossen werdet von mir, wundert euch nicht. Also ich bin jetzt hier wieder. So, ich komme raus. Aber es ist immer noch. Die Stadt ist einfach sau leer gelootet, auch weil es zu viele Spieler gibt auf den Servern. Ja. Okay, ich gehe zur Dings hier, zur Tanke. Ich bin hinter dir. Okay. Zur Tanke. Ja, du bist schon längst irgendwo, ne? Ja, ich sehe immer irgendwelche Spieler rennen, aber das seid ihr nicht. Der Curry steckt seine Nase schon wieder überall rein. Ah! Ey! Was denn? Oh! Nein! Ich bin, in Nähe, ich bin in der Nähe von euch. So hört sich das beim Dennis an. Bei mir ist das so an. Oh, shit. Hier ist die Tankstelle. Ich bin in der Nähe von euch! Ihr seid nicht bei der Tankstelle, ihr lügt. Wir sind dann bei einer anderen vielleicht. Wir sind im Hinterraum. Aber es kann doch nicht sein, dass hier nichts drin ist, verdammt Axt. Es gibt zwei oder drei, glaube ich. Wisst ihr, wo ich bin? Ich bin bei der Misty Peak Dump, bin ich. Peak Dump. Nichts. In diesen ganzen Kisten ist nichts. Du musst da drunter herkrabbeln, Benny. Es wird so nichts bringen. Oh Mann. Ein Kompass wäre jetzt schön, ne? Da ist ein Auto. Ein Wreck. Oh. Da ist es leider, glaube ich, nur ein Wrecked Car. Leider. Da ist ein Spieler. Hallo. Kommst du, Benny? Vorne raus? Ich bin vorne, ja. Okay, der war friendly, das ist gut. Ich bin, also in der Pampa bin bei den Zapfsäulen, ja. Ja, wir müssen wieder in die Wildnis Bären fliegen. Alter, steht hier ein Bär? Hier steht ein Bär in der Stadt, was ist denn hier los? Was? Ja, wir brauchen nur noch eine Axt, dann können wir gehen. Axt oder Messer? Axt wäre echt ein Traum. Oh, ich glaub. Wo ist der Bernhard? Ja, wir brauchen Scrap Metal, da müssen wir uns auch auf ausschalten. Das liegt auf dem Boden, das ist dieses Metall, dieses. Ich glaube, ich habe gerade. Warte mal. Gehen wir mal gucken. Bist du in das Haus, Saraza? Gib mir doch die 4. So. Nee, ich bin direkt hinter dir gewesen. Bleib mal stehen. Ah ja, okay. Alles klar, cool. Muss hier rein. Ich kann hier aber tatsächlich mal reingucken ins Bürogebäude.
Okay, ich glaube, in der nächsten Folge werde ich euch treffen, wenn ich schaffe. Ich bin in der Nähe. Dann sind wir alle schaff's zusammen bestimmt. Bis auf Tobi. Ja, wir sind in der Stadt immer noch. Ja, ich bin bei... Ihr seid in Cranberry, ne? Ja, wir sind immer noch in Cranberry. Das sollen angeblich Sticks geben. Yo, Sticks. Da war er wieder voll eskaliert, Sticks. Ey. Oh ja. Yeah. Sticks. Wo bist du denn, Dennis? Sticks. Ja, der Van, Dennis, ja. Was ist denn hier los? Alter, hast du jemand geschluckt, was du nicht schlucken solltest? Ich ja, ja, verrat das doch nicht weiter. Ricola, Schweizer Kräuterbaum. Wer hat's erfunden? Schweizer Kräuterzucker. Ich bin jetzt überhalb von Cranberry. Wenn ich jetzt gleich links. Überhalb? Bin, bist du in der Luft unterwegs? Ich bin überhalb. Ja, auf ey, der voll Karte. Der Vogel. Ja, der Vogel sitzt da gerade beim Rechner, Benni. Der frühe Rechner. Vogel fängt mir vor. Ey, ich hab's zu essen. Ende, nee. Zack, ey. Doch. Sehr schön. Das muss eine verzweifelte Lache. Das muss einfach mal gesagt werden. So. Moment, Freunde, mal. Ich glaube, das ist auf jeden Fall zur Feier des Tages. Das ist ja der Hammer. Wenn man das scheiß Büro hier. Ja, es gibt tatsächlich noch Dosensuppen in solchen Büros. Das ist doch klar, die Arbeit machen alle Überstunden. Aber diese Kabinis, die sind auch, da sind nichts drin. Nö. Hier ist nirgendwo was, Mann. Oh, Mann. Geil, wenn man so redet, ne? Ich hab Stimmbruch. Was geht? Gleich kommen feindliche Spieler. Genau, und dann... Oh, Spieler. Ein weiterer Spieler. Ja, ich überall. Hab den Bogen gemacht. Wie? Was? Sorry, Kevin, was? Kevin, das musst Kevin. Du musst dieses Wissen mit uns teilen, Junge. Bevor du stirbst. Warte, ich muss mir erstmal craften. Ich muss es mir craften. Ja, sag doch mal schnell die unten Sachen. Kevin, sag mal. Oh yeah, ich hab einen Bogen. Also, ihr müsst euer T-Shirt, müsst ihr schreddern, ja? Boah. Wie mache ich das? Und ey, du willst nur, dass wir uns ausziehen, du Sau. Ah. Und ihr braucht Stöcker, die bringe ich euch jetzt mit. Woodsticks? Ja, Woodsticks braucht ihr, genau. Da müsst ihr die einfach bei Discovery reinziehen und dann habt ihr das Rezept für den Bogen. Ah, gut, das ist klar. Das klingt auch logisch, so ein bisschen. Das habe ich jetzt auch überhaupt nicht nachgelesen. Ey, super Swaggy, war der nicht bei euch vorhin? Ja. Hallo. Okay, ich mache das T-Shirt kaputt. Wie mache ich das kaputt? Also in deinem T-Shirt dürfen keine Sachen mehr drin sein. Ja, ne? Sind keine mehr? Also einfach rechtsklick, dann auf T-Shirt. Also nicht, wo du das anhast. Da kommt wer hoch. Bist du das, Benni? Nee, ich bin unten, ja. Leute, okay. Ich bin auf dem Weg nach Cranberry. Ja! Ja! Sorry, also ich kann das mit der rechten Maustaste nicht anklicken also, irgendwie. Also, du musst da jetzt rausziehen. Deine Person, da wo dein Typ steht, also dein ah, Chest, okay, genau. Okay. Und jetzt Shred, alles klar. Genau. Und jetzt mache ich mir ganz viele Bögen. Grab of Cloth. Okay, jetzt musst du dann gehe ich jetzt Cloth. Auf Discovery. Genau, das so musst du jetzt Sticks rein und jetzt den Cloth und dann Discovery. Und dann hast Cloth. Du Bogen. Übrigens wollte ich was Tolles erzählen, und zwar kommt im Februar oder März kommt ein neues Survival ja! raus. Ja, danke. Ich weiß leider nicht, wie es heißt, aber es sah sehr cool aus. Echt? Wenn das jemand weiß, wie es heißt, bitte mal in die Kommentare schreiben, Survive noch was. Survive, bla bla bla. So, machen wir uns jetzt einen Bogen, oder was? Wir dann die ja, ich hab schon einen. Jawohl, ich hab auch einen. Jawohl. Und jetzt weiß ich mir noch mal aber liegen lassen, meinen Bogen. Leider, weil ich den nicht mehr mitnehmen kann. Hm. Aber ich hab einen Bogen Kraft. Gemacht. Wir wissen jetzt, wir haben den Bogen raus, den Dreh raus. Den Bogen überspannt. Mein Bogen ist auch weg. Ihr könnt einfach aus Sticks könnt ihr einfach Bögen, Pfeile machen. So Leute, ich bin jetzt in Cranberry. Und geil. Damit der Dennis jetzt mit dem Bogen nicht die Arschgeige spielt, verabschieden wir uns für diese Episode und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ciao! Bis dann! Ciao! Ich bin ja immer ein netter Spieler und unterstütze euch und so. Sorgt dafür, dass wir alle gemeinsam spielen können. Komm, halt die Fresse. Ja, will einfach nur mit euch wirklich Spaß haben und ihr... tschüss!